damit können wir eigentlich starten. Es geht hier heute um Schulwegsicherheit. Das ist ein Thema mit sozusagen ganz viel Hintergrund, ganz viele Gründe, warum wir das angehen müssen in Berlin, warum das dringend ist. Und das werden die nächsten Rednerinnen euch ein bisschen auch erläutern. Erstmal hören wir kurz von Karin und dann von Raunhold. Und Lieke, ja, aber das kommt dann danach. Und noch ein paar Leute, aber das ist sozusagen der Anfang. Ja, vielen Dank Dirk, vielen Dank an Changing Cities und vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Jeder einzelne von euch hier ist total wichtig und ich bin total dankbar. Ich habe einige auch schon öfters gesehen und ja, ich freue mich, dass ich kurz was sagen darf. Seit einigen Monaten unterstützt uns Changing Cities. Es hat angefangen, dass wir zusammengearbeitet hatten. Wir von Sicher zur Schule Berlin und Changing Cities. Jetzt hat es sich so entwickelt, dass Changing Cities Gott sei Dank die Führung übernimmt und mit einer super Manpower und mit Professionalität einfach hier das Ziel gesetzt hat, 100 Schulzonen pro Jahr. Und ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Das ist für mich ein Herzensthema und ich weiß, dass das ein Erfolg wird. Und meine Botschaft heute ist einfach nur nochmal: Vor 4 Jahren habe ich angefangen, fast 5, an einer einzigen Grundschule meines Sohnes eine Gehwegvorstreckung durchzusetzen und ich dachte, damit habe ich das Ziel erreicht. Wenn man sich ein paar Monate mit dem Thema beschäftigt, fällt einem auf, wenn wir wirklich Schulwegsicherheit haben wollen, dann brauchen wir die Mobilitätswende, denn ganz Berlin ist ein Schulweg oder ein Weg, wo man zum Sport geht oder zu einer Veranstaltung. Das heißt, wir wollen, dass ganz Berlin sicher wird für die Kinder und somit auch für alle anderen. Und durch die Hintertür über die Schulwegsicherheit hätten wir dann einen Wahnsinnseffekt. Und meine Aufgabe war vorwiegend nach innen, also in den Schulen, Eltern zu finden, die ihre eigene Schule begeistern für diese Vision. Wie wäre es, wenn das Kind morgens alleine, sicher, ohne Angst zur Schule kommt? Kein einziges Auto, was dazwischen fährt, rückwärts fährt, auf dem Gehweg wendet. Wie wäre das, wenn das Kind einfach ohne Stress zur Schule kommen würde? Wir haben das probiert mit dem Nikolaustag, wir haben es an Schulen durchexerziert. Die Eltern, die Kinder waren begeistert. Es war Friede, es war Ruhe. Und das wünschen wir uns, dass das die Eltern verstehen, die Kinder, die Lehrer, die ganzen Berliner sollen verstehen, was das bedeutet, wenn wir das umsetzen. Und wenn wir das wirklich jetzt schaffen, zu Schulbeginn diese 30 Schulen, so als Minimalziel, diesen autofreien Morgen zu gestalten, dann wäre das wirklich ein Zeichen, dann wäre das auch medienwirksam. Und ich hoffe, dass wir das schaffen. Und wie gesagt, wir müssen nach innen und nach außen für diese Mobilitätswende eintreten, damit alle einen sicheren Weg haben mit Fahrrad, zu Fuß und dem öffentlichen Nahverkehr. Vielen Dank. Mein Name ist Raunhild Sörensen, ich mache die Kommunikation und Pressearbeit bei Changing Cities und ich werde versuchen, euch ein bisschen hier durchzuführen, was wir uns hier vorgenommen haben. Die Punkte, der erste ist schon passiert, Karin hat ein bisschen erzählt. Dann werde ich versuchen, die Lage zu beschreiben, unsere Mission darzustellen. Dann werden wir am 31. August, haben wir vor, einen Aktionstag zu machen. Darüber werden wir reden, dann werden wir, wie Dirk gesagt hat, in Gruppenarbeit gehen und am Ende dann reden wir miteinander, solange wir schaffen. Also, fangen wir mit dem öffentlichen Raum an, weil darum geht es. Dieses Bild hat Norbert, der hier auch hier ist, genau 2001 aufgezeichnet. Es hätte auch heute sein können, das ist die Leipziger Straße. Da hat sich nichts geändert. Die ganze Stadt, hier die Radfahrer im Vordergrund, drängen sich zusammen irgendwie auf überhaupt keinen Raum. Wir haben das Problem, dass der öffentliche Raum, so wie er jetzt im Moment in Berlin und auch in vielen anderen Städten, ist als Verkehrsraum definiert. Es geht nicht um Aufenthaltsqualität, es geht nicht darum, dass wir mit anderen irgendwie sozial uns austauschen sollen, sondern es ist ein Verkehrsraum. Und er ist kein Raum für Kinder. Das müssen wir auch einfach feststellen. Hier ist ein Bild von Critical Mass. So sieht, das ist nicht Alltag. Das hier ist die Ausnahme von einer Ausnahme von einer Ausnahme. Das passiert, wenn man Glück hat und die Eltern das organisieren,
ein, zweimal im Jahr. Da kann ein Kind sowas erleben. Ansonsten ist der öffentliche Raum eigentlich nicht für sie da. Ich habe hier ein Bild von Berlin aus, wo man die Zahl der die Unfälle, die mit Kindern passiert ist, in der Stadt nur in 2020 passiert. Ich will nicht näher darauf eingehen, ich will nur ein Gefühl dafür kriegen, dass dieser öffentliche Raum für Kinder nicht sicher ist. So sieht die Realität nämlich aus. Das hier ist eine Aktion, die wir gemacht haben 2005. Das ist in der Holzmarktstraße, komplett neue Radinfrastruktur. Und das ist die sogenannte Angstweichen. Die heißt anders, ist egal. Also das ist eben so, der rechtsabbiegende Verkehr muss dieser Radweg, dieser komplett neue Radweg kreuzen. Und das ist das, was der Senat sagt, da soll der Rad fahren. Wir können sagen, vielleicht wir als erwachsene Menschen würden es eventuell machen, aber ne, das kann man niemandem zumuten. Wir wissen, 60% des öffentlichen Raumes ungefähr ist dem Kfz-Verkehr zugeordnet. Also 60% von dem ganzen Raum. Alle anderen müssen sich die Busse, die Fahrradfahrer, die Fußgängerinnen und die Kinder natürlich auch. Wir wissen, die Autos, müssen wir auch, das ist nichts Neues, haben mehr Platz als die Kinder. Und wenn wir das ein bisschen angucken, wie es aussieht, auf einer längeren Geschichte, in den 70er Jahren sind etwa 90% aller Kinder zur Schule zu Fuß gelaufen. Heute sind es 37%. Also da hat sich eine enorme Verschlechterung tatsächlich stattgefunden. Vielleicht weiß der ein oder andere das noch. Wir wissen, das hat der Christian Storch neulich getwittert, wir haben tatsächlich 10-mal mehr Platz für Autos als für Spielplätze. Was wir tun, wir machen Zäune um die Spielplätze und packen die irgendwo in der Ecke, da sollen die Kinder dann sein. Der Rest ist der Freiraum für Autos. Wir müssen einfach feststellen, obwohl wir lange darüber geredet haben, die Verkehrswende findet in Berlin nicht statt. Es gibt überall kleine Verbesserungen für Fußverkehr, für Radverkehr, es gibt auch eine Busspur ab und zu. Aber tatsächlich findet sie im Moment nicht statt. Es gibt gewisse Leute, die das wollen, aber de facto findet sie nicht statt. Gucken wir uns nochmal die Schule an. Was steht noch mit dem Gesetz? § 17a Abschnitt 6 Seite 2 sagt, jährlich, merkt euch das, sollen mindestens 10 Gefahrenstellen pro Bezirk so verändert werden, dass die Gefahrenquellen bestmöglich beseitigt werden und eine Erhöhung der Schulwegsicherheit sichergestellt. 2018 wurde das Mobilitätsgesetz verabschiedet. Habt ihr das Gefühl, dass mindestens 10 Gefahrenstellen pro Bezirk und ja, seitdem verbessert wurden? Nein. Wir haben nämlich ein großes Problem, wir haben Mindset in der Politik, in der Verwaltung. Wenn, die haben quasi, wir wissen, das Auto direkt gestartet, seit 80 Jahren planen die Menschen, Planer und Planerinnen, meistens Männer, die autogerechte Stadt, die priorisieren immer das Auto und auch wenn es ein bisschen in die andere Richtung geht, ist es noch weit, weit davon entfernt, dass sie wirklich kapiert haben, was im Mobilitätsgesetz steht. Wir haben tatsächlich im Gesetz einen Vorrang für Fuß, Rad und öffentlichen Nahverkehr. Trotzdem wird fast immer eher das Auto. Was passiert dann bei den Schulen? Wir kriegen sowas wie Schulwegepläne. Das hier ist einer aus Tempelhof. Ich zoome nochmal ein, damit man es ein bisschen sieht. Das ist jetzt die Spreewald Grundschule. Ich weiß nicht, was das uns bringen soll. All diese Ausrufezeichen hier sind Gefahrenstellen. Das wird also das Problem gelöst, indem man Ausrufezeichen auf den Plan macht und sagt, pass auf. Dann wird es sicherer zur Schule gehen. Das kann ja nicht sein. Eltern setzen meistens ganz andere Prioritäten. Die wollen die Selbstständigkeit der Kinder haben. Wir kennen das alle. Wir wollen, dass sie sicher zur Schule gehen können, dass sie das auch alleine machen können, dass sie lernen, im öffentlichen Raum sich zu bewegen. Wir wollen, dass sie mehr Bewegung bekommen. Wir wollen natürlich letztendlich, dass sie die sichere Schulwege haben. Oft ist es ja so, dass entsprechend eben zu den Schulwegeplänen, was in der Schule gelehrt wird,
zieh eine farbige Weste an, einen Helm auf. So, es wird immer auf die Kinder eingeredet, dass sie in erster Linie auf sich selber aufpassen müssen. Es wird denen nicht das System als solche erklärt, dass sie da eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Gucken wir mal ein bisschen ins Ausland. Was machen wir? Wien hat Schulstraßen, da wird das dann temporär abgesperrt und man kann dann nicht mit dem Elterntaxi rein, sondern muss es am Rande machen. Und so erreicht man eine gewisse Sicherheit. In Utrecht oder in Holland, in den ganzen Branden, im Großen und Ganzen, geht man etwas weiter, dann markiert man, dass hier ist ein Schulbereich. Man macht auch einen unterschiedlichen Bogenbelag, also man sieht wirklich, wann man den Ort in der Nähe der Schule näher kommt. Wenn man das nächste Bild hat, die haben 15 Stundenkilometer als Geschwindigkeit in dem Schulbereich. Und die haben diesen gelben und roten Poller überall hingestellt. Es ist egal für welche Schule, das heißt also die Autofahrer, die Radfahrer, die wissen also überall und zu jeder Zeit, wenn diese roten, gelben Poller sind, die sind zwar nicht besonders schön, aber da ist eine Schule. Das ist die Art, wie die Holländer das signalisieren. Es ist immer noch nicht so richtig 100% sicher, aber das ist eine Art, wie die da angehen. In Kopenhagen habe ich hier ein Beispiel rausgenommen, da hat man hier eine Einbahnstraße gemacht, also doch auf der einen Seite doch die Autos rausgenommen und auch eine Markierung des Bodens mit sicheren Überwegen. Es ist aber trotzdem immer noch nicht so, dass man sagen würde, das hier ist ein Raum für Kinder. Hier ein anderes Beispiel, auch aus Kopenhagen, da hat man gute Radwege und was man auch gemacht hat, man hat die Parkplätze rausgenommen. Gegenüber sieht man, ist eine Bushaltestelle direkt vor der Schule. Die Schule ist da hinter diesen komischen Bäumen. Da ist also viel Platz, auch ein, man kann überall sehen, das ist, also der Raum ist freigemacht quasi, aber es ist immer noch ein Autoverkehrsraum. Interessant ist, dass sie hier hinten, dieses Ding, das sieht man ein bisschen schlecht, das ist so eine Geschwindigkeitsmesser, dass man also sieht, wenn man vorbeifährt, dass man, wie schwer man fährt. Das was bringt, weiß ich. Ich habe dann ein anderes Beispiel gefunden, auch aus Kopenhagen. Das, was man hier sieht, ist eine Schulstraße, die ohne Autos ist und die wird auch abgesperrt, aber nicht nur vor der, also wenn die Schule kommen und gehen, sondern dieser Raum ist Spielraum für die Kinder tagsüber. Und das geht noch weiter, wenn man um die Ecke des Gebäudes geht, dass dieses lange, was man sieht hier, das ist ein bisschen schwer, ich bin nicht kein guter Fotograf, da geht es ein bisschen runter. Man hat also quasi eine Fahrspur rausgenommen und diesen Platz, wo das so runtergeht und treffen, das ist so ein Skaterplatz für die Kinder. Es ist also Spielraum für die Kinder. Man hat im Prinzip eine komplette Spur rausgenommen, damit die Kinder mehr Platz bekommen und da spielen können. Man sieht es noch auf der, von der anderen Seite fotografiert, ein bisschen, wie die da versucht haben, Raum zu schaffen für Kinder. Ich will aber noch ein weiteres Beispiel nennen, was ich wirklich interessant finde. Das ist hier eine Fahrradstraße. Wir haben, das hier ist ein Schulgebäude und das rote da hinten ist ein Schulgebäude. Da ist also mit, heißt es Drängelgitter, hat man versucht mal die Geschwindigkeit der Räder so abzubremsen, weil die Kinder, mit den Kindern hat, gehören tatsächlich den, der Raum hier. Man sieht es, da fahren die Fahrräder, aber die Kinder können hier frei zwischen den beiden Gebäuden hin und her laufen. Und was man sieht hier, was ich noch nie, zumindest in Deutschland gesehen habe, ist der Schulhof. Er ist nicht begrenzt vom Straßenraum, sondern das ist ein Teil des Raums. Dieser Raum gehört den Kindern alles in allem. Die können sich da frei bewegen und man sieht es noch deutlicher hier an diesem Bild. Die bewegen sich, der Raum wird erweitert. Das wird quasi wirklich den Kindern geschenkt und natürlich wird es auch für Fahrradfahren genutzt. In Paris, wissen wir, passiert ja auch viel. Da haben wir auch die Schulstraßen gemacht, überall. Auch zum Teil, wie man sieht, schön abgepollert. Hier können auch keine Autos mehr parken. Da ist also auch ein sehr sicherer Raum für die Kinder geschaffen. Ist allerdings auch temporär. Was die Franzosen aber auch machen, die machen es nämlich auch andersrum.
Die geben die Schulhöfe frei für die Eltern abends. Dann kann man hier schöne Partys machen oder was man machen will. Das ist, also man geht quasi andersrum damit um und sagt, auch der Schulhof ist ein öffentlicher Raum. Den müssen wir auch anders drüber nachdenken. Gut. Bevor ich jetzt dazu komme, was wir wollen oder wo wir hingehen, dann kurz mal ein bisschen zu uns. Ich weiß nicht, wie uns kennt. Changing Cities, wir sind ein kleiner Verein, muss man sagen. Wir sind agil, das ist uns ganz wichtig. Nicht zu viel reden, sondern machen. Wir sind politisch, wir sind also keine Fahrrad. Wir sind, viele von uns sind Fahrradfahrer, aber wir sind keine Fahrradorganisation, die irgendwas organisieren für Fahrräder. Wir sind eine politische NGO und wir sind Zivilgesellschaft, das heißt, wir werden finanziert aus, von Einzelspenden und Familien. Wir kriegen auch ab und zu von größeren Stiftungen oder so Gelder, wenn wir Projekte machen, wie zum Beispiel das hier. Unser Ziel, ja, ich kann es glauben, die Gegenwartsstadt. Kurz mal zu uns, wir haben 2016 den Deutschen Fahrrad initiiert. Der wurde dann gehe davon aus, die meisten kennen das, aber für die, die es nicht kennen, mache ich das ganz schnell. Das hat dazu geführt, dass die damals neu gewählte Rot-Rot-Grüne, der Rot-Rot-Grüne Senat auf die Forderung eingegangen sind und wir haben mit denen dann bis 2018 das Mobilitätsgesetz verhandelt, was jetzt dann eben seit 2018, fast vier, fünf Jahre, in Kraft ist. Da haben wir leider feststellen müssen, das geht nicht so schnell, wie es geht. Wir haben zwar ein Gesetz, aber das heißt noch lange nicht, dass man irgendwas umgesetzt bekommt. Und wir mussten uns dann was anderes einfallen, wie wir das hinkriegen. Und wir haben die Kiezblock-Kampagne ins Leben gerufen. Also ein Kiezblock, für die, die es nicht wissen, ein Wohnviertel, wo wir versuchen, die Leute vor Ort versuchen, den Durchgangsverkehr rauszukriegen, um die Lebensqualität, Aufenthaltsqualität in ihrem Wohnviertel zu steigern. Das als erster Schritt natürlich. Weil wenn die Leute zusammenkommen, dann finden sie, dann haben sie meistens mehr Ideen als nur den Durchgangsverkehr. Und wir haben, wir haben heute 58, wenn ich nicht, glaube ich, Kiezblock-Initiativen in ganz Berlin. 29 etwas davon sind, sind in der Umsetzung, muss man sagen. Ja. Mehr soll ich nicht sagen. Auf jeden Fall, das ist, hat sich als ein sehr gutes politisches Vehikel gezeigt, das ist ein Hebel, den wir wirklich nutzen können. Und wir haben gesagt, wir müssen noch eins draufsetzen und dann gehen wir an die Schule. Können wir machen? Wir sind ein kleiner Verein, wir können nicht, wie bei den Kiezblocks, wir sitzen nicht überall in der ganzen Stadt und können Sachen machen. Wir müssen Menschen mobilisieren und unsere Art, das zu machen, ist, den Konflikt aufzuzeigen. Wir wollen die Schulwege zum politischen Topthema machen in der Stadt. Und unsere Hauptaufgabe ist, all die Aktivitäten, die es schon in Berlin gibt, zu bündeln. Weil wir wissen, es gibt tausende Leute und wirklich viele Initiativen, die was erreichen wollen, aber jeder kämpft für sich allein. Das, was wir bieten können, ist, dass wir es bündeln und versuchen, das auch gemeinsam politisch auf die Bühne zu bringen. Und wir wollen, ich will, die Schulzone in der STVO. Was es ist, da kommt noch gleich dazu. Wir stellen dann unser, was wir bieten können, ist eben Know-how zur Verfügung stellen und überhaupt hilfreich sein. Aber, wie gesagt, das können wir nicht machen, wir brauchen euch. Unser Ziel, ganz einfach, 100 autobefreite Schulzonen pro Jahr. Warum? Was ist das? Eine Schulzone ist ein autobefreites Gebiet vor einer Bildungsinstitution oder Einrichtung. Wir fangen mit den Grundschulen an, aber da gibt es auch Kitas, da gibt es auch Sonderschulen, da gibt es auch weiterführende Schulen und das sind eine ganze Menge in ganz Berlin. Unser Ziel ist, diese Schulzone ist ein Stück des städtischen Raumes, das wir den Kindern zurückgeben. Das, was sie heute nicht haben, das wollen wir denen geben. Wir meinen das hier ganz konkret. Eine Schulzone ist ein Platz für Kinder. Das ist eine Metapher, weil es natürlich nicht sofort heißt, dann die ganze Stadt hat sich geändert, aber wir wollen
sagen, wir geben den Kindern Platz, wir sagen und zeigen damit genau den Konflikt, den wir haben. Kinder haben keinen Platz in dieser Stadt. Und dann ist natürlich die Frage, was machen wir mit diesem Platz? Da hat Dirk schon gesagt, nee, das war Reich, das war Karin, wir haben, man kann den Weihnachtsmann einladen und so eine kleine Weihnachtsparty machen, das haben wir im Herbst gemacht. Oder man kann das machen, also wenn die Kinder gefragt haben, was sie wollen, dann, ich muss überlesen, das kann man überhaupt nicht lesen. Aber Jonas, nee, ja, doch, er wollte einen Bürgerstein aus Kuchen, ein Ampel aus einer Zuckerstange und die Schule ist eine Torte. Das kann man natürlich auch. Wenn wir jetzt plötzlich Platz haben, haben wir dann auch die Möglichkeit, Visionen zu haben. Was heißt autobefreit? Autobefreit heißt, es gibt keinen fließenden und keinen ruhenden Verkehr während der Schulzeit. Dann, wie lange ihr während der Schulzeit dann definiert letztendlich, das ist natürlich nicht etwas, was wir festlegen, das ist etwas, was die Menschen in den Schulen selber festlegen müssen. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Wir fangen bei der temporären an, weil wir müssen den Leuten erstmal zeigen, was wir wollen. Das heißt, wir können eine Demo anmelden vor einer Schule und gucken, was können wir mit diesem neuen Raum machen. Die Polizei geht damit drauf ein, man kann alle Autos wegtransportieren lassen, das geht. Permanent ist das Ziel, dass der BVV, also die Bezirksverordnetenversammlung, irgendwann mal tatsächlich entscheidet, wir machen eine autobefreite Zone vor der Schule. Und dann ist die Frage, wie groß ist so ein Raum? Und da kann man wieder zurückgreifen aufs Mobilitätsgesetz. Das Ziel in Berlin ist, dass ein Mensch, ein Einwohner oder Einwohnerin in Berlin etwa 400 Meter zu einem ÖPNV-Angebot hat. Das wäre doch eine ganz gute Größe. 200 Meter in die Richtung, 200 Meter in die Richtung. Dann haben wir auch viel Platz. Dann können die Kinder nicht den ganzen Schulweg, aber die können zumindest ein Stück weit 100% sicher zur Schule kommen. Ich habe hier etwas schematisch dargestellt, wie das ist. Also man Platz auf einer Nebenverkehrsstraße und Hauptverkehrsstraße. Die meisten Schulen sind in den Nebenstraßen, da ist es einfacher, Gott sei Dank. Da kann man also wirklich die Straße komplett öffnen für die Kinder. Oder an der Hauptstraße, da muss man gucken, was fahren wahrscheinlich Busse. Vielleicht muss man dann doch an der Seite machen und vielleicht nur eine Spur davor und dann wie eine Baustellenampel kann die anderen, der Rest, die Verkehr dann abwechseln, die andere Spur benutzen, wie auch immer. Das wird sehr unterschiedlich von Schule zu Schule sein, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, das zu lösen. Das sind die Leute, die Eltern, die Schulen sollen selber gucken, wie können wir diesen Raum schaffen, was ist gut für uns. Ich habe hier ein Bild von den Grundschulen. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, vor jeder dieser Schule sind 400 Meter dann haben wir noch nicht alles. Aber wir hätten dann 2030, wenn wir mit 100 Schulen pro Jahr angehen, also unser Ziel hätten wir 2030, alle Schulen autofrei, zumindest im direkten Umfeld. So. Warum Schulzonen und warum fokussieren wir nicht auf die Schulwege? Weil darum geht es ja letztendlich. Das Problem ist, der Umbau hin zu einer kinderfreundlichen Stadt dauert ewig. Das haben wir alle gemerkt, wir kennen das. Und es gibt so viele Probleme, dass es uns eher überfordert, die Politik und die Verwaltung auch, weil bloß noch mal anfangen. Dann können wir hier eine gute Kreuzung machen, dann können wir hier einen Zebrastreifen machen, dann können wir hier eine Gehweg-Vorstreckung machen. Es ist trotzdem kreuzgefährlich. Und wo fangen wir an, das wird ja nie was, versuchen wir mit unserem Konzept der Schulzone was entgegenzusetzen. Das ist konkret, das löst das Problem nicht, aber wir zeigen den Konflikt auf, worum es eigentlich ums geht. Was dazu kommt, ist natürlich, wenn wir die Zahl Grundschulen und wenn wir noch die Kitas dazu nehmen, die Sonderschulen, die was weiß ich, dann haben wir ziemlich viel autobefreite Straßen in Berlin auf einmal. Und das ist unser Trick, dass wir quasi sagen, wir gehen an die Schulen ran und versuchen darüber,
dass der Raum dazwischen geringer wird, dass es schwieriger wird für die Autos, weil das letztendlich uns den Weg für die sichere Schulwege aufzeigen wird. Das Grundsätzliche, was Karin uns eigentlich so mit in die Wiege gelegt haben, das war eigentlich deine Schuld, ist, dass wir müssen weg von dem Klein-Klein. Wir müssen wirklich klotzen. Weil wir lösen das Problem, dass Schulwege nicht mit einem guten Zebrastreifen, auch wenn er noch so gut ist und noch so sicher ist. Weil das Problem ist viel größer als was. Wir brauchen eine Verkehrswende und wir müssen in irgendeiner Art und Weise gucken, welchen Weg können wir da ansetzen, damit es auch wirklich passiert. So, wie machen wir das jetzt überhaupt? Ich mache ganz kurz, wir sind noch gar nicht so, dass wir alles fertig gemacht haben, weil wir haben zwar Kampagnenerfahrung, aber es ist nicht unsere Aufgabe, alles zu machen. Das müssen wir natürlich im Dialog machen und gucken, was haben wir an Ressourcen und was können wir und wollen wir machen. Also, Plan 1 ist eine große Aktion zur Schulanfang am 31. August. Das ist nicht direkt am Schulanfang, aber dass wir da tatsächlich in Berlin über Demo-Anmeldungen Schulzonen in Berlin gehen. Dann wollen wir am 20. September, also relativ kurz danach, ein Plenum machen, wo wir nochmal drüber reden, wie ist es gelaufen. Wie funktioniert das? Was wollen wir weiterhin machen? Wie gehen wir weiter voran? Wie können wir mehrere Schulen, mehrere Eltern mobilisieren? Am 24. und 25. ist in Berlin und bundesweit wieder ein Critical Mass. Wir hatten im Mai, da waren es in 250 Städten in Deutschland. Das müssen wir nutzen. Das ist eine Top-Aktionsform, um auf die Schulwegsicherheit aufmerksam zu machen. Langfristig ist ein politischer Hebel, die Anfragen in die Bezirksverordnetenversammlung zu machen. Warum macht er nichts? Wie gesagt, Mobilitätsgesetz, Paragraph 17a, steht was drin. Warum passiert das nicht? Das müssen wir die quasi fluten, dass sie das nicht mehr einfach ignorieren können. Und dann müssen wir natürlich weitere Aktionen planen. Wir tun dazu, wir haben Geld bekommen von dem European Climate Foundation, heißt es, für eine Schulwegkampagne, die haben wir beantragt und gekriegt. Und wir sind gerade dabei, wir suchen eine Campaignerin oder einen Campaigner für, die quasi diese Kampagne leiten kann. Das heißt, wir haben einen Ansprechpartner, wir haben eine Koordinatorin, einen Koordinator, der quasi das Ganze bündeln und mit hauptamtliche Energie und Kraft und hoffentlich viel Kampagnenerfahrung das richtig in die Wege leiten kann. Aber wir brauchen natürlich auch aktive Menschen. Wichtig ist nochmal, Schulzonen ist ein Anfang. Es ist nicht das Ende. Das Ende, es ist wie, wir fangen an, wir setzen ein Zeichen und von dort aus werden wir dann weitergehen. Wir müssen wir werden mit den Schulzonen den politischen Konflikt klar machen. Das, wie ich das eben bisher gesagt habe. Und natürlich geht es langfristig um die lebenswerte Stadt, in der Kinder sicher und selbstständig unterwegs sein können. Das ist, was wir langfristig vor Augen haben. Und wir machen das in kleinen Schritten, damit wir auch, dass das für uns alle bewältigbar bleibt. Weil diese tausend Probleme, die man hat, die kriegen wir nie in den Griff, wenn wir nicht irgendwie konkret anfangen und starten. Dann wollte ich nur als allerletzte zeigen, das sind unsere Kiesblocks in Berlin, das haben wir vor anderthalb Jahren gestartet. 58 Kiesblocks gibt es. Und vor zwei Wochen hat dieser Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg entschieden, nicht nur die Kiezblocks zu verkehrsberuhigen, sondern der ganze Bezirk. Das heißt, wenn wir mal viele Leute mobilisieren können, dann können wir tatsächlich auch was bewegen. Wir werden es schaffen. Wir brauchen nicht alle, aber wir brauchen eine gewisse Bewegung. Dann kriegen wir es auch hin. Das haben wir bewiesen und das funktioniert. Jetzt bin ich durch. Ich bin hier schon. Ja. Ich bin Lieke, ich arbeite selber in der Mobilität und in diesem Zuge bin ich vor zwei Jahren auf einen schönen Podcast gestoßen von The Brummelstund,
der Professor in Amsterdam, der da gesagt hat, jeder einzelne Mensch kann eine Wende anstoßen und man braucht quasi nur einen Verrückten, der mitmacht. Und daraufhin bin ich zurückgekommen aus den Ferien und habe gesagt, das mache ich mal. Ich hatte noch 3 Wochen zu dem besagten Tag und in der ersten Woche habe ich tatsächlich einen Nachbar gefunden, der mitmachen wollte. In der zweiten Woche habe ich die Demo angemeldet und die Schule an meine Seite bekommen und in der dritten Woche war dann schon die letzte Vorbereitung. Und dann war das Bild. Ich weiß gar nicht, ob das auch läuft, aber das Ziel damals, wie das Ziel jetzt in der kommenden Aktion am 31.08. ist eine Sichtbarkeit für den Konflikt, aber sicherlich auch für diese positive, wie Karin vorhin sagte, für diese positive Vision, die wir alle haben, wie das sein kann. Und man hat auf einmal dann einen Haufen Menschen, die sagen, oh, so soll es doch immer sein, keine wendenden Autos, keine streitenden Eltern und sogar die Menschen, die am liebsten das Kind mit dem SUV im Klassenraum bringen, haben gesagt, ja, also sichere Schulwege, das möchte ich auch, weil ich bringe mein Kind dahin, weil ich glaube, dass es nicht alleine zur Schule gehen kann. Genau. Dann ist das eine Schulzone für einen Tag. Und es ist eine Befreiung von der Straße, von Autos, das ist uns ganz wichtig, nicht dieses Absperren für Autos, sondern es ist eine Befreiung, weil das beschreibt das Gefühl. Und es startet vor Schulzeit, also 7:20 Uhr, 7:30 Uhr startet es. Damit alle Kinder, die sowieso zur Schule kommen, einfach ein bisschen früher kommen und diese Zeit genießen können, damit man alle da hat. Und es endet, das ist ein bisschen frei, entweder es endet zur ersten Stunde oder es endet erst um 18 Uhr. Wenn die Schule so engagiert ist, dass sie sagen, ja toll, wir machen einen Sporttag draus und wir nutzen die ganze Zone, dann kriegt man natürlich alle mit. Also the sky is the limit und eure Initiative ist gefragt. Und das Spannende ist natürlich, dass wir das an Grundschulen in ganz Berlin machen und so unglaublich die Aufmerksamkeit von der Presse bekommen. In Klein haben wir das schon angefangen mit Nikolaus letzten Jahr und auch da hatten wir schon in alle Lokalzeitungen Berichten und Menschen, die unglaublich positiv über diese Friede und Ruhe auf der Straße darüber gesprochen haben. Raulit hatte schon gesagt, es gibt eine Unterstützung von Changing Cities und es gibt also diese Personal, es gibt Wissen, Checklisten, was ist jetzt wichtig, wir sind vorher, was ist bei der Aktion wichtig, was ist nachher wichtig und es gibt Material, Flyer, Banner etc. Und das ist wirklich eine ganz eine unglaubliche Menge. Also das wird jeder von euch nach und nach merken, wie viel Wissen da ist. Und an der anderen Seite, die Menschen, die jetzt hier sind und die vielleicht nicht hier sind und noch in den kommenden Wochen dazustoßen, die Eltern, hauptsächlich an der Schule, von denen wird gefragt, mobilisieren, informieren, organisieren. Also eigentlich sind es nur 2 Sachen, eine Demo anmelden und andere Menschen dazu einladen. Und das ist wirklich es ist so wenig, wie gesagt, es ist easy, es ist in 3 Wochen zu schaffen und es bringt so viel Freude mit auf der Straße. Genau. Ja, und in dieses Informieren
steckt natürlich auch, dass man alle mitnimmt. Die Schüler, die Lehrer, Lehrer und Lehrerinnen, die Erzieher, die Kollegen, die Politik, die Presse, die Umwohnenden. Und ich kann jetzt sagen, also unsere erste Aktion, wir hatten gar nicht den Mut, die Presse einzuladen und die Politik einzuladen. Und ich bin heute hier, um zu sagen, wir stellen alles bereit, Changing Cities stellt alles bereit, damit alle Menschen, die Mut haben, euch den Mut einzuflößen, um das zu machen, eben die Politik und die Presse einzuladen. Hier ist etwas mit der Farbe schief gegangen, weil das sollte eigentlich noch zu Changing Cities gehören. Das heißt also nicht, dass das alles ist, was von euch erwartet wird. Aber hier nochmal eine Auflistung von Sachen, die zentral gemacht werden und an die ihr euch ran entlang angeln könnt. Wie Pressearbeit, wie Grafiken, wie Vordrucken für Einladungen oder auch Vordruck und so Konzeptpapiere, mit denen ihr, wo ihr nur noch ein paar Sachen ändern müsst und wo ihr sagen könnt, so kann ich das meiner Schulleitung vorlegen und dann sind die bestimmt dabei.